Ein Snatch für ein Kovac. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Runde How to Survive 2 mit mir und mit Christian Angel 3000. Schmieb. Ja. So, nach einer langen, 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 langen Pause sind wir wieder zurück. Bei euch Gut. sieht es nicht danach aus, dass wir lange Pause hatten, aber wir haben ja schon einiges gearbeitet, sage ich mal so, dass wir jetzt eine kleine Pause hatten und jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurechtfinden, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Wir haben Waffen, Armbrust, Ausrüstung und ich glaube, wir sind ja in einem hohen Level, was die Zombies angeht. Dann müssen wir erstmal wieder zurechtfinden. Zombies brauchen zwei Pfeile. So, und wie gesagt, ja, wir versuchen uns zurechtzufinden, werden ein paar Missionen machen und so wie halt auch, bevor es losgeht. Diese Folge gibt es auf zwei YouTube-Kanälen, einmal bei CheckyMP und einmal bei Christian Angel 3000, von jeder Perspektive ein Video. Und ja, bevor es losgeht, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, der Support ist kein Mod und das Wort geht an Checky. Dein Kanal gehört doch eh schon mir, was sagst du denn? Ich habe nichts unterschrieben. Nichts, von dem er noch nichts weiß. Ja, Es genau. war die Nacht, an dem er ein bisschen zu viel Alkohol hatte. Kannten wir uns schon? Ich glaube weniger. Nein, nein, also. Es ist, nö, also. So, ich weiß nicht, wo du bist. Bin bei Krovak und gucke mal, was der möchte. Okay. Der hat eine gesperrte Aufgabe, da brauchen wir Charakterstufe 3 ziehen. Aha. Da brauche ich Punkte. Nein. Ach so. Okay. Echt jetzt? Ja. Okay, dann gehe ich mal ganz nach oben. Hier ist auch irgendwas, dass die Karte immer verschwindet. Das ist nervig. So. Ach Gott, hier ist der komische Typ. Ich glaube, da muss man doch Ja. weitermachen. Ganz links oben. War da nicht irgendwas? Ja. Da bin ich jetzt gerade ganz links oben. Verteidigung der Schwachen. Oh, ich wundere mich immer wieder, wenn ich diese degenerierten, von Kovac geblendeten Typen sehe. Es ist traurig, wie sie ihm aus Satz reißen und einfach einer aus dem Bild auftaucht. Hallo? Wie kommen Sie gerade in Englisch? Bitte was? Ja, nichts, alles gut. Ich habe Deutsch. Bei mir ist auf Deutsch. Ah, okay. Jetzt kriege ich all deine von hinten und sowas. Ich mache mal Stufe 10, okay? Wir müssen 50 Infizierte töten. Und Sollte dafür Dinge kriegen schon. wir drei Holzbretter und drei Kunststoffklemmschellen. Eine Laserschelle von Eddie. Was, eine Laserschelle von Eddie? Das ist ein Insider von der Rocket Beans. Och. Ich starte jetzt die Mission und mach so Schleichwerbung. Ist schlimm. Guckt man einmal Sachen mit dem Mann an und dann. Wer wollte denn ganz da unten das andere Gar nichts, anschauen? gar nichts, Nein. gar nichts. Gar nichts. Sag nur Ich Schmieb, diskutiere nicht, ich habe eine Waffe. Da. Und Eunuchen sind hier auch. wenn du jetzt mit der Feuerwaffe schießt, tust du alle anlocken, ne? Also. Ja, Okay, ja. also. Okay, dann muss ich dann auch wechseln. Ich muss nachladen. Ups. Aber irgendwie Macht gefällt sie Spaß. nicht mehr. Ich Wir habe müssen ja halt zur Not, habe Armbrust. ich ja immer Warte, noch nee. alles Bogen. dabei. Ah, okay.
Wir müssen halt ein bisschen an Munition halt bald mal machen. Dass wir davon genug haben. Weil die Patronen kann man ja leider nicht mehr aufsammeln. Wobei ich die Patronenhülsen eigentlich weiterverwenden könnten. Einschmelzen. Das ist sehr unrealistisch, weil ich kenne das auch so. Im Krieg geht man halt dahin und holt die Patronen praktisch schon aus dem Körper. Wenigstens der Umwelt zuliebe. Genau, weil die sind ja nicht biologisch abbaubar. Das ist der einzigste Grund, warum man das machen sollte. Genau. Wir kommen in die Hölle, das weißt du, ne? Wieso? Weil wir so einen Mist erzählen. Ich find's lustig. So. Plastik, talalalala. Armer alter Mann. Von wem Mary bist du? Nicht von dir. Das ist schon. Oh, ein Doppelkill mit einem Schuss. Wow. Wow, ein einfacher Kill. Mit 20 Schuss. Ich weiß nicht. Ein bisschen Angel. Ich kann mit einer Schusswaffe umgehen. Ah, okay. Ich kann das. Okay. Ich kann nur nicht durch Bäume schießen. Ach ja, wir sollen ja nur Zombies töten. Ja. Ich suche hier irgendwie die ganze Zeit nach irgendwas, aber wir sollen ja nur Zombies. Oh, da bist du auf der anderen Seite, meine Liebe. Ja, ich laufe einfach Pi mal Daumen durch und schieß alles weg, was mir am Weg kommt. Ich hab's mit dem Zombie gerettet. Also. Ja, war schön, dass sind Menschen, Männer auch Zombies. Kommt drauf an, in welche Situation. Stimmt auch wieder. Manchmal sind Menschen auch hirntot. Fällt mir jetzt spontan wieder was ein, aber das sage ich jetzt nicht. Warum nicht? Lass es raus. Nein. Doch. Nein. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, A und B, da hast du. Ich habe keine Lust, 20.000 Anwälte anzuheuern. Achso. Okay, gut. Da ist mir das Geld so schade für. Bist du eine YouTuberin? Verdienst du nicht Geld damit? Nee, scheinbar nicht. Oh. Ich laufe an der Wand entlang, kommt ein Wand ist am Zombie, der hat sich schön getarnt und ich laufe einfach auf ihn zu, so. Da, la, 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 la. Der wollte mich umarmen. Aber ich habe gesagt, nee, ist nicht so gut für die Gesundheit. So, kommst du jetzt da mal raus, so aus dem Haus, oder? Was ist denn mit dem? Aua. Ich weiß nicht. Der ist total blöd, dieser Zombie. Der hat erst in der Wand gesteckt, dann im Schreibtisch und statt rauszugehen, hat er die Wand gehauen. Hm. Ja, vielleicht wollte er sich neu eindekorieren. Ja gut, warum nicht, ne? Dinge passieren. So. Kannst du noch 5 töten? Mhm. Oh Gott, man sieht hier wieder einfach nur die Leichenreste. Man sieht, wo du lang gegangen bist. Ich komme mir vor wie so ein Nachtrupp von dir, der das ganze Elend sieht. So. Schon. Da liegt noch was, ein Hammer. Das ist voll der Hammer. Ist hier ein Glas aufgegangen? Gibt's hier Freibier oder so? Nein, dann zack. Da hörst du jetzt wieder wie Freibier, ne? Ja, die kommen halt alle angelaufen. Ja, Freibier. Freibier.
So. Okay, also von meiner Sicht aus können wir gern hier raus. Gott, ich bin weg. Okay. Ich auch. Dam. Das war doch eine entspannende Mission zum Ja, Einstieg. können wir gleich nochmal machen. Lass uns Spaß haben. Warum tue ich mir das wieder an? Du wolltest aufnehmen, nicht ich. Also, jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Ja, hätte ich das nicht gesagt, hättet ihr jetzt keinen Content. Also, gern geschehen. Er wollte nicht. So. Und es donnert. Ja, genau. Was ist das? So. Kenjis gute Tipps. Guten Tipps? Nee, Tipps. Ja, was müssen wir denn diesmal machen? Finde Aluminium. Aluminiumplatte, Holzbrett, Aluminiumfelge, Blechplatte. Dafür gibt es dreimal Kupferdraht und drei zerbrochene Brillen. Das heißt, man kann Harry Potter eine ganze bauen. Das würde ja lustig aussehen, so eine halb kaputte Brille mit Kupferdraht zusammengebunden. Ja. Hier, Harry, deine neue Brille. Ah, jetzt kann ich Hogwarts wiedersehen und finden. Wow. Kommt Dumbledore um die Ecke. Aber Harry, wie siehst du Nein, denn aus? ist jetzt gut jetzt. Ich kann mir so vieles vorstellen. Ist schön. Möchtest du die Mission machen? Vegan? Können wir gerne Würde ich machen. dann machen müssen. Let's go. Alles für den Harry. Alles für den Club. Alles für die Fans. Mir fällt auf, wir machen ganz schön viel Schleichwerbung. Von wem? Von was denn? Rocket Beans, dann Harry Potter. Dein Kanal. Und dein Kanal? Für mich mache ich keine Werbung. Naja, doch. Auf meinem Video, bei meinen Videos machst du von dir Video Werbung. Ja, genau. Bei ihm auf dem Kanal mache ich Videos von mir. Das stimmt. Das ist schon. Das ist richtig. Ich bin doch nur so ein Mitbringsel, weißt du so? Als ich den Kanal gekauft habe, da war er halt da. Und was sollte ich machen? Auf die Straße setzen kann man ihn jetzt nicht in dem Alter. Findet nichts mehr. Hunger hat er auch noch. Und, na. Das ist wahr. Sollte was essen. Irgendwie Obdach muss man dann auch geben. Da ist ein Zombie geploppt einfach auf der Straße. Das ist schön für den Zombie. Teamarbeit. Also ich muss sagen, diese Waffe gefällt mir dann doch auch, wenn sie laut ist. Ich hoffe, dass sie auch lange hält. Aber ich müsste, also wir müssen echt wirklich nächste Folge irgendwie Munition sammeln. Weil ich habe schon fast. Ich hatte irgendwas 200 bis 300, das habe ich nur noch Ja, dann komm mal zu 90. mir. Ich hab noch. Nein, Ich kann dir Munition viel. für die Mission habe ich noch genug, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Habe noch über 200. Also gerade mal 200. Aber halt für die Zukunft müssen wir echt mehr sammeln, wenn wir die länger behalten wollen. Kommt halt darauf an, auf die nächsten Waffen, was wir dann als dann kriegen, was die dann brauchen für Munition. Schöner Schuss. Ich mache sonst nichts anderes den ganzen Tag. Also. Ich stehe hier am. Oh, guten Tag. Herr Nachbar. Sie haben damals Milch gewollt. Jetzt kriegen Sie Zucker. Da. Zacke-Ei. Da ist immer noch so. Ich verstehe nicht. Die Dicken sind so schlimm. Also ist doch. Also. Jetzt lasst mich an das Auto. Das ist meins. Ich hab die Schlüssel.
jetzt rums. Brauchst du Hilfe? Nö, nö. Das sind alte Kameraden. Achso, ich helfe mal. So ein Schultreffen. Gruppentreffen. Wir können halt das ganze Metall, können wir halt, was wir so gesammelt haben, können wir halt mal einschmelzen, ne? Genau. Da müssen wir eigentlich schon einiges haben. Ah, die auf dem Boden, die gehen mir so auf den Geier. Das war ein schönes Bild. Da steht ein Baum auf dem Flur. So. Du hast gerade zwei mit einem. Ich sag gar nichts. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das hast du doch auch gemacht gerade eben. Nein, ich habe nicht zwei mit einem. Bei mir war das aber so, dass du zwei mit einem auch geschossen hast. Du musst halt nur gucken, wenn sie hintereinander stehen, das ist voll cool. Voll very nice. That's just so exciting when he stands together. It's so then beautiful. We need one bullet for two zombies. The bullet ich habe so einen. Ich habe so einen richtig tollen englischen Akzent. Ach ja. I have mir am Kopf gestoßen. So. Ja, er hat sich ja Eier in den Kopf gestoßen. Ich muss aber sagen, ich habe irgendwie die letzte Zeit Lust, wirklich so Filme, die ich auf Deutsch kenne, die gucke ich mir dann auf Englisch an. Boah, nee, das mache ich. Das tue ich mir nicht an. Doch. Doch, das machst du. Nein, mache ich nicht. Doch. Ich weigere mich, diesen Zustand zu gewährleisten. In meiner Gegenwart. Haben wir gleich auf den einen Gleis durchgeschossen. Bisschen verbarisch. Nee, das war dein Schuss, der ihn zuerst getroffen hat. Ich habe nochmal nachgeschossen. Das also. Ist ganz anders. Ich muss sagen, ich gucke es immer auf Deutsch, dass ich es irgendwie verstehe. Und dann, wenn ich die Stimmen der Schauspieler halt mag, dann gucke ich es halt auch gerne auf Englisch. Okay. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Achso, da kommt man gar nicht durch. Wieso kommt man da nicht durch? Du hast doch gerade die fetten Zombies gesehen. Kamen die da durch? Ja, aber es ist ein Unterschied zwischen mir und so einem Zombie. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, ist da ein großer Unterschied. Weise gesprochen. Ich hab Angst, er hat eine Waffe. So, ich gehe hier drüben runter auf der anderen Seite. Das ist toll, weil hier werden mir noch Dinge angezeigt. Okay, dann mach du da mal. Also, man kommt ja immer wieder zurück. Ich habe eine Felge gefunden. Das ist so exciting, that you found that Felge. In this Apokalypse. Ich habe noch eine Felge. Das ist so beautiful. Beautiful. It's a beautiful day. Gottes Willen. Okay. Kann ich jetzt mal hier, danke. Ja. Also Blechplatten haben wir. Holzbretter habe ich bis jetzt noch keine gefunden. Nicht ein einziges. Dann sei ein Mann und zertret einfach mal irgendwas. Das ist doch Holz. Bild von Slenderman, okay. So, was haben wir hier? Oh, ich habe eine gefunden. Yay. Yeah. Du auch? Okay. Ich hab was anderes hier vorne. Also. Dinge. Dinge, die ich halt mal fand. Also ich denke, das, was mir hier angezeigt wird, ist bestimmt hier oben.
Eine Limo. Zweimal. Dann muss es unten sein. Schloss geknackt. Holzbretter. We need a little bit of Holz. Gut, ja. Ist bei dir da nichts mehr, oder? Ich weiß nicht, ich bin jetzt überall durchgelaufen. Ich gehe jetzt mal hier rüber und gucken, ob ich da noch was finde. Aber irgendwie... Nope. Irgendwo haben wir was vergessen. Wir. Immer sind wir es. Und wer lässt die Autoschlüssel zu Hause? Wir. Wir, ja. Ich gehe nochmal hier hin, da liegt auch noch was oben. Komme ich nicht rein. Einen anderen Weg geben. Ach ja, hier. Haben wir das. So. So, hier ist aber auch nix. Sehr komisch. Hier wird er schon gewesen sein. Hier wird er da auch. Hier war er schon. Er hat geplündert. Hat kaputt gemacht alles. Eine Wasserflasche. Hier ist zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir was übersehen haben. Geh mal von deiner Position aus dem Haus raus. Ja. Und jetzt von deiner Position links hoch. Und jetzt um die Ecke. Und nochmal um die Ecke. Und jetzt von deiner Position aus, genau, da bin ich noch nicht gewesen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt hilft. Hier waren die Häuser, war ich auch noch nicht. Mal gucken. Mal so eine blöde Frage, wie komme ich wieder weg? Übers Auto. In der Bus hoch und dann links. Ach, da. Über das gute Auto. Das gute Auto. Oh, hier ist nochmal Holz. Oh, Hammer, was? Ich habe einmal eingesammelt, gleich 4 Stück. Okay. Warum nicht? Dann ziehst du abhauen. Jo, ich bin direkt. Das ist ja deine Stadt, ne? Meine? Das ist deine Stadt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Stadt. Christian Angel City. Ach Gott, dann kann man sich aussuchen, wenn wir bei Kovac City, Christian Angel City. Ich glaube, ich lebe doch einfach weiter auf dem Saturn. So. Abgeschlossen. Ich würde sagen, wir haben 2 Missionen hinter uns. Das nächste... Ist mit Zeitlimit, ich dir jetzt sagen, das machen wir nächstes Mal. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück und tun unser Inventar lernen, tun mal alles verarbeiten, was wir haben, dass wir dann für die nächste Folge genug alles haben, also, was wir brauchen. Also, ich habe nicht so viel und ich kann dir Muni geben. Okay, na, dann, wie du willst. Deine Entscheidung, wie du magst. Meine Entscheidung. Deine Entscheidung. Sure.
Guck Leute, so macht man es. Frauen die Entscheidung geben. Also, was macht man dazu? Dafür kriegt ihr jetzt Patronen. So, Dankeschön. So. Okay. Ja, dann täte ich sagen, War keine gute immer Idee. diese, immer diese, ach, diese Fans. Schlimm. Wie gut, dass keiner zusieht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, genau. Und ja, bis zum Bis. nächsten Mal, ne? Jo. Liken, Tschüss. kommentieren, nicht vergessen. Tschüss.